Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal. Yippie! Ich bin gerade wieder gelandet in Berlin. Bin dann direkt zu meiner Mama gefahren. Ich ist gerade für sie einkaufen, by the way. Ich gehe heute zum Basketballspiel von Deutschland gegen Kanada. Karten habe ich von Dennis bekommen. Dankeschön. Also Dennis Schröder. Checkt ihn auch gerne ab. Kennt ihr mittlerweile. Der wird spielen gegen die Mannschaft von Kanada. Kanada hat viele NBA-Profis dabei. Die haben Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Lou Dort, RJ Barrett, etc. etc. Also wird sehr geil. Sind in der Mercedes-Benz Arena. Und ja, muss ich mir auf jeden Fall angucken als Basketball-Fan das Spiel. Deswegen bin ich auch heute zurückgekommen aus Rom. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Nee, morgen kommt die Futur. Morgen kommt erst die Futur für euch. Erstmal kommt das Video, weil das aktuell sein soll. Lasst auf jeden Fall ein Like da und viel Spaß mit dem Video. So. Ich hab Ellie abgeholt. Digga, und Ellie zittert so, die Arme. Tut mir voll leid. Kommt mir so vor, als ob sie eine Panikattacke hat. Aber eigentlich kommt sie voll gut klar mit Autofahren. Ja. Dann musst du jetzt durch, Ellie, Maus. Oh Mann, wie traurig sie aussieht. Schlaf einfach. Ja, ja. Einfach, wie ich fahre, ist genauso. Eine Hand bei Ellie die ganze Zeit streicheln, beruhigen. Die andere Hand so. Also, wenn ich an der Ampel bin, natürlich nur. Guck sie mal an, Digga, die Arme. Tut mir so leid. So, umgezogen. Wäsche gewaschen. Ellie ist hier, alles gut. Jetzt muss ich essen. Ich hab Pumas Grounds. Gehen jetzt footen. Und dann hören wir uns gleich. Ey, oh, das fehlt. Das fehlt, you know what I'm saying? Also, fürs Basketballspiel und Essen. Ich weiß nicht, diese Hosen sind immer bei mir so Instagram-Werbung, was ich immer durchswipe und dann kaufe ich einfach. Die Jacke ist von Trend Vision, die habe ich heute erstmal an und ich weiß nicht. Digga, ich merke gerade, ich habe mich ausgeschlossen. Mein Schlüssel ist oben, mein Ersatzschlüssel hat meine Mutter und mein Bruder. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich rufe Bilo an, dass er mich abholen soll zum Essen. In der Zwischenzeit muss ich irgendwie klären, wie mein Schlüssel oder wie meine Wohnung aufgeht. Mann, Digga, ich bin so ein Ich kann jetzt auch nicht mein Auto benutzen. Und wir gehen weiter mit schönem Essen. Lachs. Und die besten Niedermann. Und eine Fressbacke. Und ein langer Lachs. So, hier seht ihr mal das Team von Kanada. Ihr seht, Jamal Murray einfach. Der hat frisch Ring geholt. Shai Gilgeous, der coolste NBA-Spieler von allen, glaube ich. Lou Dort, RJ Barrett, Dylan Brooks. Sind gute Namen dabei. Also Karten haben wie gesagt von Dennis bekommen. Joel wird auch dort sein. Wird glaube ich ganz lustig. Alter, wir finden einfach keinen Parkplatz. Alter, die Tiefgaragen sind alle voll. Was geht denn hier ab, Digga? Das ist ein Freundschaftsspiel, hallo. Wir wissen nicht, wo wir parken sollen. Spätestens 20 Minuten los. So, ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht mit Abonnenten. Mit dem Outfit? Kadi Kadi. Ich sag dir, es sah schon voll aus. Da wird der ein oder andere sein. Aber bei den Griechenland zum Beispiel, es gibt so Kurven und so. Ah. Deutschland, Deutschland. Also der Haupteingang. Alter Schwede. So, ich hoffe mal, alles hat geklappt. Dennis meinte, es gibt irgendwie ein bisschen Probleme, aber hat sich voll gemeldet. Wir sind auch gut Glück hier. Sagen wir das organisiert. Ah, Shay. Shay ist so cool. Wir sind jetzt drin, wir hatten Stress. Dankeschön an Dennis, mein Bruder. Hier hat uns das geklärt. Slash Drell. Und die Mitarbeiter, weil eigentlich war das Kontingent schon aufgebraucht, aber die haben es irgendwie möglich gemacht. Wir müssen noch Karten bekommen. Wir sind jetzt irgendwo, Block 207, irgendwelche Karten haben wir noch bekommen. Digga, das Ding ist ausverkauft. Ja. Ich dachte, hier sind vielleicht so 5000 Leute oder so. Einmal 17 Kater. Das Ding ist full. Beim Freundschaftsspiel. Krank. Basketball in Deutschland. Cool. Bin mal gespannt. Das Spiel geht aber gerade schon los. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir reinkamen. Alter, hier war gerade die Tür offen. Crowd. Ich hab dir direkt angeschrieben. Was ist denn da? Digga. Das Ding ist, so Stadien der NBA, die sind ja auch ungefähr so 15.000. Das war gerade schon wirklich laut gewesen. Stell dir mal vor, das ist einfach deutsche Crowd in der NBA-Halle. Digga, ich glaube, es wird ein Abonnententreffen jetzt. Geller Cup hier. Das ist ja die Halle. Das ist toll. Ja. Shay, sei casual. Machst du lang? Gut, gut, gut.
Hey! Digga, Shay, was machst du? Erstens das. Zweitens, ich glaube, Jamal Murray, ich sehe ihn nicht. Dylan Brooks ist da. So, der eine Seite ist 8. Ich merke es gerade. Shay mit 0 Punkten. So, Dennis. Er ist einer der besten Verteidiger. Ich finde ihn so gut. Du dort. Guck, auf den Fall. Er ist der Beste. Echt? Verteidiger. Du dort. Er ist so ein ekliger, so Pat Beverly. Da klebt man dir dran. Oh, wie von. Pat Beverly. Nein. Dylan Brooks. Nein. Der hat seine Haare färbt. Dennis Rodman. Smith. Dennis Rodman. Nein, Mann. Der färbt immer seine Haare. Er ist auch ein guter Defensivspieler. Der ist auch oft gerettet. Naja, von Dennis ab. Ich bin bei Tatum. Ah, Marcus Smart, meinst du? Ganz smart, ja. Ja, Curtis Smart. Wow. Gute Postmoves. So, Maudelo. Guter Mann, den habe ich gescoutet bei der EM. Wet like butter! Angeklopft. Außer es wäre kein Bierchen, ne? Gab's kein Bier? Yes! Die kommen hier immer an zu Boon und aber so. Laut. Schauen, ne? Also gut. Cool. Basketball underrated zu Leipzig. Auch im Fernsehen. Ist viel cooler als Fußball zu gucken. Entertainment macht Minute noch bis zur Finale. Ah, das ist Allen. Das steht. Wo ist das Ding? Wo ist das Allen? Junior! Junior! Wiederwelt auf die 1, Bro! By the way, 29 Punkte. 15 Punkte vor. Kanada bis jetzt schwach, aber wichtige. 2-3 Spieler, die wichtig sind, spielen gar nicht. Wer ist das? Bonjour. Jetzt nicht mehr Memphis war er. Und jetzt. Aber war Miami. Jetzt bei Bulls oder so. Nein. Er hatte Beef mit LeBron. Er meinte, er kann ihn verteidigen und so. Oh mein Gott, der ist das. Dylan Brooks, aber underrated Defender. Yes! Yes! Ich freue mich, dass wir in Deutschland. Einfach in Deutschland. Und Dylan ist da. Shay ist wieder da. Er ist der viertbeste Scorer letztes Jahr gewesen. So, Dennis. Put him on skates. Dime! NBA Connection. Okay, SGA. Er hat noch 0 Punkte, Digga. Wer jetzt? Oha. Ja, schade. Kenny Olynyk. Travel. Okay. Fine. Made it. Oh, mashallah, Digga. Sit down, Dylan. Hey, Ajay Barrett ist da. 9. Alle. So, Shay hat gerade seine ersten 2 Punkte gemacht. Okay, Shay. Maybe ein Switch nicht gegen Dennis. Ja. Dann ist auch super Verteidiger. Hey, Gilgis, Alexander. Nice, a fadeaway. Olle! Ja, wie kann man sowas lernen? Gut, dann ist. Guti, dann ist. Dann gibt's ihn ein. Zeit rein. Shay sammelt seine Punkte mit 3 Würfen. Nein, nicht du. Shay Gilgeous-Alexander. Er darf, er ist der Kurzwurf. Arnold!
wir, Arnold! Awesome moments, wow! House of Highlights! Where's the... Einfach oben. So, letzten Sessions. Honda! Erste Halbzeit ist vorbei. Leider ein relativ eindeutiges Spiel. Aber man sieht auf jeden Fall, was für Potenzial Basketball in Deutschland hat, Digga. Einfach ein Freundschaftsspiel, sold out. Geile Stimmung, macht Bock. Leider ist so ein bisschen dieser Faktor weg. Ist halt ein Freundschaftsspiel, ne? Dass es nicht juckt. Merkt man auch ein bisschen. Merkt richtig, dass es so ankommt in der Das ist gut. Basketball, ne? So, ja, richtig so. Dass es immer mehr, langsam, immer mehr kommt. In Deutschland. Meinst du nicht? Guck mal, die fangen an zu Blumen zu sein. Geil. Die wollen auch so Sachen übernehmen von Ami. So, weiter geht's, Mama. Ajo. Wie geil das aussieht, ne? Einfach wie eine NBA-Halle, full. Das war sein Special Move. Ja, hast du auch diesen TikTok gesehen, also? Lol. Okay. Dwight Powell mit Dylan Brooks, Kelly Olynyk, RJ Barrett und Shai Gilgeous. Digga, die haben full NBA-Rolls gerade. Coach redet Englisch, was ist das? Okay, jetzt gibt's einen Spielzug. Ja, Screen, Triple Screen, Screen frei, Open 3 von Jan Thiemann. Triple Threat. Triple Threat, Bro. Nein, ich hab ihn nicht drauf. Ich wusste es. Ich wusste, dass da reingeht. Fuck, ich schau nicht drauf. Dennis Scoring wieder mit 14, Andy Hoop 12, Dani Theis 11, Franz Wagner 8, Kelly O'Neill mit 11, RJ Barrett mit 10, Shai Gilgeous mit 8. Come on, Dennis. Digga, wir sollen das in Amerika werden. NBA, der Typ wird doch gemobbt. So, Shai, ich will jetzt einmal einen guten Angriff von mir haben. Step back! Mann, Digga! Ich bin nur wegen Shai hier. Einfach. Dennis Kapitän ist. Da holt die ganze Truppe so zusammen, gibt Anweisungen. Digga, wenn du sagst, gerade die Halle bei Eddie Geller Cup. Junge, Junge, Junge. Das wird crazy. Alley-oop. Yes! Come on, Shai. Step back. Mann! Hey, ich hab mehr Show erwartet, Bro. Blue Dog. Das? Was war das? So. Ich hätte gesagt, dass Kanada das easy macht, dass die so Favoriten sind auf die WM-Titel und so. Ich weiß USA, aber USA wird eh nicht bestimmt. Aber die haben eigentlich ein geiles Team, hab ich gesehen. Alleine weil die so viele NBA-Spieler haben, Kanada, dachte ich, dass die Deutschland ficken. Blue Dot. Blue Dot. Blue Dot ist ein Talent, gescoutet von mir und die Kenner. Super Verteidiger, immer bei Spielern, die gegen ihn spielen, auch Unterpunkte. Ja, sorry. So zum Beispiel James Harden und Blue Dot spielt. Dann sorry. Guck mal. Guck mal, wie den Ball! Ich sag doch! Okay, spiel es wieder. Shai nicht drauf und Dink nicht drauf. Dennis. Keine Struktur. Oh. Yes, wiggle. Ah, oh, schade. Yeah, yeah! Arnold! Geht voll klar. Arnold! 12.000 ausgekauft hier. Also, so viele Karten haben wir auch schon verkauft bei Eddie Geller Cup. Also, die Karten hat Eli verkauft. Krass. Eddie Geller Cup sind mehr Leute als hier. Ist das crazy, Digga. Das ist alles hier.
Wer noch kein Ticket hat, die letzten 500 Tickets oder so, holt sie euch. Das wird so cool. Man ist ja auch so nah dran. So. Wir sind vierte Reihe gerade. Und man kann ihn so nah sehen. So oder so. Ja. Ready. Nur dort. Warte. Hi! Wir gehen in die heiße Phase. Noch 10 Minuten. Auf geht's, Berlin! Yes! Sechs Runden Game, noch 5 Minuten. Kranstein. Und dann ist Jörg Schildin. Das ist ganz schön. Nur dort spielt super. Das ist das Spiel heute. Ja, nur dort spielt super. Gut, gut. Hey Franz, come on Franz. Grüezi! Mann! So, dass ich weiß, Franz spielt bei Orlando mit seinem Bruder Mo. Los, aber nicht so drauf. Und Berliner. Berliner, Digga. Blue Dot. Taiwan. Blue Dot. Neuer Fan hier. Ich kenne ihn, er spielt super. Ich kenne ihn und ich liebe ihn. Low post, nice. Low post, easy. Backward violation, ey. Boah, step back. Unangenehme Shotclock. Shotclock-Skandal. Und dann kriegst du da gedacht. Vergleich mal mit dieser Buzzerbeater, cool. Was? Nein! Wieder nur dort. Ich sag ehrlich, dort? Neuer Fan von ihm. Dort. Ein Punkt nur noch. Mann, das ist so gut. Defense! Gut! Defense! Yes! Das muss Dennis machen. Penetrieren und andere Leute gewinnen. So. Und hier können wir schon abhauen. Dort hat ihn überzeugt. 14 Punkte. Nur dort. Defensiv sehr, sehr stark. Ich glaube, 4-3er oder sowas. Ach. Guter Mann. Auf 16 Sekunden. Wir haben die ganze Shotclock fast. Oh. Der ist so gut wie durch. Ich verabschiede uns, weil sonst wird es zu doll hier mit Fotos und so. Ey, da ist der Ehrenmann, ey. Geile Aktion. So, noch 9 Sekunden. Deutschland ist 5 vor. Ich denke mal nicht, dass wir noch verlieren. War ein cooles Spiel. Danke, das wirklich danke. Das hat richtig Bock gemacht. Danke an Dennis für die Karten, an die Jungs, die sich darum gekümmert haben, dass wir doch noch reinkommen, weil irgendwie wir haben. Dennis hat so viele Freunde. Jetzt werden hier alle Geschütze aufgefahren. Jetzt erkennt man mich nicht mehr. Noch ja, kam mir super davon, muss ich sagen. Auch die Crowd war auch cool, ne?
Achso, war dein erstes Basketballspiel hier? Was? Ja. Achso, weil ich war EM zweimal. Nur NBA halt. Ach, war ein Marathon, stimmt. Digga, es war voller als in Miami. Ja. Playoffs. Ja. Wie viel waren das? 13.000, oder? Hier? Ja. 12,8 irgendwie so. Miami? Weiß ich nicht, Bro. Sehr cool, sehr cool. Man merkt, Basketball kommt an. Und es hat Potenzial hier. Super. Digga, er sagt gerade. Hör zu! Er dachte immer, Basketball ist scheiße. Ich dachte, das wäre so kacke. So, was ist das so, wie manche denken, beim Fußball einfach nur Tor schießen? Dachte ich, hä? Einfach nur mit einem Korb werfen. Und dann war ich einmal in Amerika gewesen bei Hani. Und da lief auf dem Fernseher Atlanta gegen keine Ahnung wie. Und da habe ich Trae Young gesehen. Ice-Tray. Seitdem, Ice-Tray, seitdem feiere ich Basketball so sehr. Also, es macht so Bock. Es macht viel mehr Bock zuzugucken als Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, die ganze Zeit was passiert. Die ganze Zeit was passiert. Da geht hin und her und. Das ist so, wie wenn ein Spiel so 11-8 ausgeht. Das ist einfach krass, das ist einfach geil, ja? Entertainment pool. Die ganze Zeit passiert was Cooles, so. Einfach geil. Jo, das nächste Video wird dann die Food Tour aus Rom sein, worauf ihr euch sehr freuen könnt. Sehr geiles Essen gewesen, geisteskrank. Also schaltet morgen ein, lasst ihr ein Abo da. Ja, aber cooler Content die Woche. Checkt auf jeden Fall das Travis-Konzert ab. Ich habe so viele geile Kommentare schon gelesen, dass ihr das richtig feiert und so. Ich habe selber noch nicht gesehen, das Video, das gucke ich mir erst im Stream an. Aber Cora soll es geil geschnitten haben, beziehungsweise soll alles richtig geil rüberkommen, laut den Kommentaren. Ja, guckt gerne die Videos an, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich lernst, ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur dich aus, ich bin dein Wingman. Check mit Karte, Hände auf und was willst du drehen? Mit dem Wiggen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.